Herzlich willkommen zu meinem achten Grundlagen-Kurzvideo zu Windows 10. Diesmal möchte ich zeigen, wie man von einem Browser aus ein Foto in einem selbst erstellten Ordner speichern kann. Ich habe jetzt hier ein Foto aufgerufen und das möchte ich jetzt hier speichern. Ich fahre jetzt hier im Google Chrome her, rechte Maustaste, Bild speichern unter und dann öffnet sich ein Speicherdialog. Und jetzt klicke ich mich in den entsprechenden Ordner durch. Jetzt bin ich hierher gekommen und da möchte ich einen neuen Ordner richten, neuer Ordner, und da wähle ich jetzt den Dateinamen, also den Ordnernamen ABC. Der passt schon mal recht gut. Da gehe ich jetzt hinein. Habe ich einen Dateinamen, der vorgeschlagen ist, dann überschreibe ich dann hier den vorderen Bereich. Nehme ich jetzt hier zum Beispiel ja, Blume. Hinten den Dateityp JPEG belasse ich. Klicke auf Speichern. Schau dann bei mir in meinem Explorer nach, da habe ich ABC gehabt und dann gehe ich hinein und habe dann dementsprechend hier die Datei. Also ganz einfach, rechte Maustaste, Bild speichern unter, den Pfad einstellen, dann einen neuen Ordner erzeugen, speichern, vielleicht vorher noch einen anderen Dateinamen festlegen und es passt. Ja, danke für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns gleich wieder im nächsten Video.